Ja, Leute, wir sitzen jetzt hier wieder am Wasser. Heute mal ein bisschen feinere Kleidung, fein, also wenn ja. man davon fein reden kann. Anlass ist, es geht nach Hause. Wir haben jetzt unsere zweite Session beendet, unser zweiter Teil der Dreharbeiten für unseren Film Passion Silua ist zu Ende. Und wir möchten einfach, bevor es jetzt nach Hause geht, beziehungsweise auf die lange Heimfahrt geht, einfach nochmal den Moment nutzen, um euch ein kurzes Resümee zu geben und euch kurz zu berichten, was bis jetzt passiert ist, was wir erleben durften, wie die Dreharbeiten gelaufen sind. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, den zweiten Teil schon geschafft oder vielleicht auch einfach erleben dürfen. Wir haben ja gestartet oder wir sind gestartet mit dem Sommerteil in Südfrankreich. Dort hatten wir ganz besondere Problematiken, Hannes, erinnerst du dich noch? Ja, definitiv. Also es war halt im Sommer. Normalerweise, wenn man an Sommerangeln denkt, denkt man ja, ja, alles locker, warm, easy, schön chillen ja. im Sommer und ein paar dicke Fische fangen. Ja. Das hatten wir so auch gedacht. Sind dann am Gewässer angekommen, hatten ultra warme Wassertemperaturen, knapp 30 Grad. Entsprechend passiv waren die Welse und nicht nur die Welse, sondern auch die Köderfische. Und genau das wurde uns dann zum Verhängnis. Wir hatten zwar eine ordentliche Portion Köder dabei, als wir hingekommen sind, die sind uns aber durch einen technischen Fehler leider abhandengekommen. Und so waren wir halt dann gezwungen, wirklich morgens aufzustehen, zu fiedern und dann abends so viel Köderfisch zu haben, dass man gerade so auslegen konnte. Und das war halt irgendwann kein Zustand mehr. Die Fische haben uns dann, die paar Welse, die noch gebissen haben, haben uns die letzten Köder auch noch geraubt. Und dann letzten Endes blieb uns nichts mehr übrig, als einen Gewässerwechsel zu vollziehen. Obwohl wir auch nicht wussten, ob es woanders besser läuft. Aber so schlecht, wie es an dem Gewässer war, wo wir waren, konnte es eigentlich nirgendwo anders ja. laufen. Letzten Endes war ja der Gewässerwechsel zwar schon, weil die Waller einfach beißfaul waren, aber das lag wahrscheinlich auch an unseren schlechten Ködern. Aber wir mussten auch das Gewässer wechseln in der Hoffnung, dass wir da am neuen Gewässer einfach auch besser Köderfisch bekommen. Ja. Das war zwar unser Wunsch, unsere Hoffnung, aber letzten Endes hat sich herausgestellt, dass es auch an dem neuen Fluss im Prinzip genauso schwer blieb. Was bedeutete, dass wir wirklich jeden Tag, wie Hannes schon sagt, von morgens bis nachmittags, bis wir halt auslegen konnten, gefiedert haben, alles Mögliche versucht haben mit der Spinnrute. Und es war wirklich jeden Tag eine Riesenprozedur, dann für abends seine 6-7 Köderfische zusammen zu haben. Wir haben das zwar immer geschafft, aber es war immer ein mega Stress und ein Riesenaufwand, ja, sodass wir die Ruten halt abends dann immer noch vernünftig setzen konnten. Ja. Ja. Das Schöne ist, wir wurden beim Sommertrip letzten Endes noch belohnt mit 2-3 richtig guten Fischen, die wir auch komplett auf Band haben. Also wir haben den kompletten Drill und auch alles drumherum filmen können. Und unterm Strich war es einfach Sommerfischen, so wie wir es eigentlich auch kennen. Es war trotzdem ein geiler Trip mit warmen Temperaturen. Und um es jetzt vielleicht dann auf den Film nochmal zu beziehen, denke ich, war es perfekt ein Wechselspiel aus Höhen und Tiefen. Ja? Genau. Also man hätte es, denke ich, in einem Drehbuch, das man sich vorher vielleicht überlegt hätte, nicht besser definieren können. Also da war wirklich alles drin, was das Wallerangeln mit sich bringt, sowohl Erfolg als auch Niederlage und die entsprechend dazugehörigen Emotionen. Und dadurch wurde es uns und auch dem Kameramann eben leicht gemacht, die passenden Bilder einzufangen, weil die einfach durch die Situation entstanden sind, ohne dass wir jetzt konkret darauf geachtet hätten. Ja. Ja, und bevor wir jetzt aufgebrochen sind zum zweiten Teil, zum Herbstfischen, haben wir auch schon mit unserem Kameramann den Rohschnitt betrachtet und bewertet. Und ja, ich denke, ich kann sagen, es passt. Okay. Also absolut der Hammer. Ja, Hannes, und jetzt sind wir am Ende des Herbsttrips. Wie war Herbst das Herbstfischen? Herbst ist vorbei. Herbst war, wenn man jetzt wirklich rückblickend das Ganze betrachtet, der absolute Hammer. Also wenn das jemand vorher erzählt hätte, was hier passiert in der Woche, wo wir hier sind, dann hätte ich gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Es war ja von Anfang an relativ ein heikles Spiel, was wir vorhatten. Wir wollten, um mehr Kontraste und unterschiedliches Bildmaterial in den Film einzubringen, halt zwei grundverschiedene Angelmethoden zeigen. Das heißt Angelmethoden, Vorgehensweisen eher. Sven hat nur vom großen Boot aus geangelt und ich habe komplett Ufertour gemacht. Kleines Schlauchboot, kleines Gepäck und dann eben irgendwo ins Ufer reingehackt und geangelt. Dadurch hatten wir immer schönes Wechselspiel und wollten uns halt auch anglerisch einfach, konnten wir uns so schön absprechen, was funktioniert, hat der andere gemacht, was funktioniert hat, was hat der andere gemacht, was nicht funktioniert hat. Und so konnten wir eben optimal angeln. Natürlich musste auch das Wasser mitspielen. Wenn wir Hochwasser gehabt hätten, was wir jetzt am Tag unserer Abreise haben, dann hätten wir uns die Woche schenken können, weil ich im Ufer keine Plätze gefunden hätte. Dann hätten wir das ganze Ding anders aufziehen müssen. Aber es hat alles mitgespielt und nicht nur der Wasserstand, auch die Fische. Und ich denke, Sven, ja, also da
am Ende der Woche stehen. Können wir ganz zufrieden sein. Am Ende der Woche stehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viel Großfische, ist ja auch letzten Endes egal. Aber das Schöne war, der Hannes hat ja schon erzählt, wie wir die Tour geplant haben. Und das war zum einen gut für unser Material. Wir konnten somit halt vielfältiges Material sammeln. Es beinhaltet aber auch ein Risiko, nämlich dass wir mussten ja unseren Kameramann immer quasi abwechseln. Das heißt, er hat immer eine Nacht mit dem einen gefischt und in der anderen Nacht mit dem anderen gefischt. Was natürlich das Risiko beinhaltet, dass immer dann ein guter Fisch bei dem Team kommt, quasi, wo der Kameramann nicht dabei sitzt. Was bei uns normalerweise immer so wäre. Was normalerweise bei uns immer so wäre, aber ich weiß nicht, warum das dieses Mal gepasst hat und warum es dieses Mal wirklich alles auf den Punkt war. Scheinbar steht unser Projekt tatsächlich unter so einem guten Stern, dass tatsächlich die Dicken immer dann kamen, wenn der Chris auch mit im Boot war. So, dass wir wirklich auch die ganzen Großfisch-Drills und wirklich die dicken Fische komplett auf Band haben. Ja. Also am Ende der Woche stehen einfach ganz, ganz viele geile Erlebnisse, tolle Fische zu Buche. Ich denke, ich spreche für Hannes mit. Wir sind mega dankbar und froh, dass wir diese Tour jetzt hier erleben durften. Total. Und es ist absolut unglaublich, dass das jetzt hier, dieser Herbsttrip, ein Teil von unserem Film sein wird. Wenn ich es hätte vorher sagen können, wenn ich mir es hätte wünschen dürfen, ja, ich hätte es mir vielleicht genauso gewünscht. Auf gar keinen Fall hätte ich mir es besser gewünscht. Ja. Hannes, ich würde sagen, zum Schluss, was sagen wir noch? Naja, zum Schluss. Bleibt nach 50% der Dreharbeiten oder nach der Hälfte, es hört sich mal besser an, nach der Hälfte der Dreharbeiten zu sagen, dass wir beide komplett euphorisch sind und überzeugt davon, nach wie vor oder mehr denn je sogar, dass unser Projekt auf dem richtigen Weg läuft. Wir haben mit Chris, dem Kameramann, einen absoluten Topmann an unserer Seite, den man auch echt quälen kann. Der macht echt alles mit, Schlamm, Mücken, komisches Essen. Er schläft auch ohne Boot, mal ohne Schlafsack. Ohne Boot. Und was halt das Interessante ist, er hat halt eine magische Anziehungskraft auf große Fische, weil man kann jetzt halt das dem Zufall zuschreiben, dass immer dann der Fisch kam, wenn der Chris im Boot saß. Oder man kann es halt höheren Mächten zuschreiben. Ja. Und eventuell sind es die höheren Mächte. Und da der Chris ja bei den folgenden Touren auf jeden Fall dabei ist, ist die Hoffnung groß, dass das da auch noch der ein oder andere Fisch mitkommt. Ja, Hannes hat es gesagt, die nächsten Touren, also Halbzeit bedeutet, es geht noch weiter. Jetzt im Winter, für unseren Winterteil, haben wir die Spanien-Tour geplant. Auch da sind wir wieder motiviert. Chris ist wieder dabei, muss er ja, will ja filmen. Und ich bin mir sicher, dass wir auch da wieder geile Momente, geile Aufnahmen auf die Speicherkarten hämmern werden. Ja. Und wenn das Schicksal es weiterhin so gut mit uns meint, werden wir auch da wieder den einen oder anderen guten Fisch fangen und zeigen können. Aber ganz egal, selbst wenn wir auch mal eine Tour hätten mit weniger Fischen, ist es trotzdem ein geiles Projekt. Wir haben weiterhin mega Spaß drauf. Angeln ist Angeln. Angeln ist Angeln. Es wird nicht immer gut laufen. Ja. Und ihr könnt euch auf jeden Fall darauf verlassen, dass wir euch in der nächsten Ausgabe der Cats Illustrated wieder informieren werden, wie es beim Wintertrip war. Wir werden euch ein paar Fotos davon zeigen. Und bis dahin sagen wir einfach Tschüss. Die Messen stehen an. Ich denke, wir sehen uns dort. Habt eine gute Zeit und bis bald. Bis die Tage, Leute. Ciao.